Yo, Skane und willkommen zu FIFA, Let's Play FIFA 11, die Demo. Ja, Start- oder Leertaste drücken, ja, drücken, jo, ha, die Starttaste. Ja, hier kann man einstellen, welche Controller-Konfiguration man bevorzugt. Ach, klassisch ist sowieso immer am besten. Ja, hier kann man seinen Lieblingsverein aus den 10 gegebenen, 6 gegebenen Vereinen wählen. Warum nur 6? Weil es eben die Demo ist, ne? Ja, FC Barcelona, Juventus Turin, Olympique Lyon, Real Madrid, Bayer Leverkusen oder FC Chelsea. Ja, nehmen wir FC Barcelona. Wir wollen uns nicht anmelden. So, hier, das ist sozusagen das Menü. Hier gelangen wir in den, also, 1 gegen 1 Modus. Ja, hier können wir halt 1 gegen 1 gegen den Torwart oder einfach nur so rumlaufen, yo, oder Tricks machen. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie dieses Feature eben auch auf dem PC jetzt übernommen haben. Vorher war es ja nur auf der Konsole. Ja, das finde ich halt ganz cool. Kann man ohne Stress einfach locker aufspielen. Ja. Und nach jedem Tor kommt eben noch so eine schöne Wiederholung, die man auch speichern kann, aber in der Demo eben nicht. Ja, es ist ja, wie gesagt, nur eine Demo. Ja, hier kann man halt wählen. Also die drei kann man nicht wählen. Spielmodi, Online-Modi und Virtual Pro. Das kann man nicht wählen, weil das, da kommen dann nur so Informationen eben. Ja, ich muss dann nochmal kurz was einstellen. Jo. Na dann, geben wir mal auch Anschluss. Freundschaftsspiel. Jo, auf der Seite wollen wir sein. FC Barcelona in... Nee, das Trikot sieht besser aus. Gegen Real Madrid mit den weißen Trikots. Ja, wir spielen in Santiago Bernabéu. Nachmittag trocken. 3 Minuten pro Halbzeit. Ab geht's. Ja, das finde ich auch cool mit diesen Ladezeiten, die haben sie so überbrückt, dass man einen von seiner Mannschaft bekommt und eben spielen kann. Und wenn das Laden fertig ist, dann kommt das Publikum und unten links steht eben zum Spielen Starttaste drücken. Ja, dann mache ich den jetzt noch schnell rein hier. Jo, und auf geht's. Ja, müssen wir nicht sehen. Ja, komm. Yo. Auf geht's. Ja, die Kommentatoren sind eben auf Englisch. Wie gesagt, das ist eine Demo-Version. In der finalen Version sind sie dann auf Deutsch. Ja, die erklären gerade die Rivalität zwischen FC Barcelona und Real Madrid. Die wahrscheinlich jeder kennen sollte, so wie die Regeln des Fußballs, die ich hier nicht näher erklären werde. Wenn ihr keinen Fußball kennt, Leute, geht raus. Oder, ja, im Moment, wie sollt ihr das überhaupt machen? Ihr guckt gerade mein Video, egal. Geht danach raus. So, ja, also wir können hier passen und so. Wir können hier... Ich habe noch nie probiert, ob man hier hochhalten kann. Im Moment, das versucht. Ja, Mann! Yeah! Ja, los, komm her! Oh! Okay, ja, das wollte ich einmal machen. Und jetzt habe ich auf der Aufnahme. Muhaha. Ja, wir wollen gerade versuchen, also wir versuchen gerade über die Flanken ein Tor zu erzielen. Und man kann hier auch, also hier ist automatisch eingestellt, automatische Flanken, dass der Computer halt die bestmögliche Flankenmöglichkeit sozusagen wählt und man kann auch der automatische Pass ist auch eingestellt, dass er die beste Passmöglichkeit wählt. Also dass er automatisch in den Lauf passt und so. Das mit den Laufpassen finde ich eigentlich ganz gut. Für Anfänger jetzt, aber für mit diesem automatischen Flanken, da versauen die eigentlich alles. Das finde ich nicht so toll. Da flankt er manchmal irgendwo hin, wo überhaupt keiner steht. So wie jetzt zum Beispiel. Guck mal, wer steht da? Niemand. Niemand. Ja. Naja. Ich hab's vergessen auszuschalten, das ist eigentlich auch mein Fehler. So, dann wollen wir mal unser erstes Tor machen langsam. Ja, so wird das nichts.
Warum ruckelt es gerade? So, ja, danke. Ja, so. Flank bitte richtig, ja. Ja, komm. Ja. Yeah, da kann man jetzt rumlaufen. Ja, Pedro, 32. Minute mit der Nummer 17. Ja, da tobt die Menge hier. Die haben natürlich noch die schönen Wiederholungen hier. Eigentlich irgendein Togo Wabohu im Fünfer, aber egal. Ja, 1 zu 0, ne? Ja, oh, da habe ich den Ball. Da wird wieder rennen, Junge. Oh, der ist... Okay, Leute, da wir kann nix. Oder ich kann nix. Sucht euch aus. Nee, gar nicht. Er wird abgeblockt. Oder ich hab Ecke. Ja, okay. Okay, da können wir beide was. Einigen wir uns da drauf. So, jetzt macht dann rein oder auch nicht. Ja. Ja, ja, diese Flanken immer. So oben links immer hat das HOD, die HOD-Anteile. Ja, die Spielzeit. Und wie viel steht eben für wen? Ja, oh, das war gerade dumm. Ja, das finde ich auch dumm. Die haben die Zweikampftaste auf die Passentaste gelegt. Das heißt, wenn man den Gegner gerade angreift und dann aber den Ball hat und auf diese Taste drückt, dann passt der eben. Und das war gerade der Fall. Manchmal passt auch irgendwo hin, ja. Versuche ich mal rumzutribbeln. Ja. Und da oben sieht man gerade die Nachspielzeit, 2 Minuten. Ja, okay, was mache ich? Keine Ahnung. Okay, Einwurf. So, Messi wieder am Ball hier. Letzte Chance wahrscheinlich. Ja, das war nichts. Ja, Halbzeit 1 zu 0. Geht eigentlich, aber eigentlich, ja. Geht es noch besser. Ja, hier sieht man die Highlights aus der ersten Hälfte. Ja, tolles Highlight. So. Ja, hier sieht man halt die Zusammenfassung von der ersten Hälfte, die Tore. Von wo aus die Tore erzielt wurden sogar. Und über dem Spielfeld, also rechts sieht man, von wo aus die Tore erzielt wurden. Über dem Spielfeld sieht man in welcher Minute und von wem. Hier die Schüsse, die gefeuert wurden sozusagen, die ausgeführt wurden und die Schüsse aufs Tor. Dann der Ballbesitz, die Zweikämpfe, die Fouls, gelbe und rote Karten gab es nicht, Verletzungen gab es auch nicht, Abseits gab es auch nicht. Eine Ecke, ja, mit den Ecken, ich habe mich gerade gefragt, wie geht es? Bei unserem Tor können wir doch keine Ecken schießen, aber es gibt ja noch eine zweite Halbzeit. Die werden wir nun bestreiten. Wir haben den Ball. Auf geht's. Ja. Da rennen wir mal durch mit dem, ne? Der kann ja alles, oder nicht wird gelegt. Naja. Soll er ja loskommen? Komm, ich will. Ja. Okay, manchmal muss man den Computer sozusagen erst sagen, dass er dahin rennen soll. Ja, okay, was macht der? Der schießt mal ins Auto. Ins Auto, ja. Real macht so gut wie gar nichts. Sie sind fast gar nicht am Ball, die haben fast gar keinen Ballbesitz. Und da hat Messi ihn schon wieder den Ball abgenommen. Oh, der schnelle Messi. Ah, da habe ich zu lange gewartet, verdammt. Okay, dann grätsch ich mal hier. Nicht. Great skill hier, Mann. Yeah. Yeah, guck mal hier. Wow. Yeah. So. Ich weiß, ich komme nur über die Seiten, aber eigentlich... Ja. Anders habe ich keinen Bock. Und hier sieht man die Auswechslung. Da wird zuerst Publikum gezeigt und dann hier Auswechslung. Ja, wo wir schon dabei sind, mache ich das auch mal. Ja, das ist zwar die Startaufstellung, aber das muss nicht immer die beste sein. Zum Beispiel ist der... Was ging jetzt ab?
Okay, mein Controller spielt gerade verrückt. Hallo. Okay. So, jetzt geht's wieder. Zum Beispiel ist der hier nicht der beste von denen, sondern... Ja, komm. Peter. Und Pedro wechsle ich auch immer gegen Ibrahimovic aus. Wenn es ihn gehen würde. So. Jo, sorry für den kleinen Hänger. Irgendwie hat mein Controller gerade rumgesponnen. Ja, ich spiele zwar auf dem PC, aber mit dem Controller finde ich das irgendwie besser. So. Machen wir mal die Ecke. Und machen mal einen Pfosten. Machen mal einen Pfosten, ja. Schießen gegen den Pfosten. Verdammt. War fast ein Tor. Okay, 65. Minute. Wir führen immer noch 1:0. Aber damit können wir uns auch nicht zufrieden geben. Hallo, wir sind FC Barcelona. Ja. Foul natürlich, was denn sonst? Ja, ja, der Schiri. Da sind die Meinungen gespalten. Ich und der Schiri. Zwei Pass lieben. Ja. Nein, Pass. Verdammt. Was mache ich da, ey? So. Kommst du gar nichts hier? Ich aber auch nicht, weil ich so schlecht bin. Auf. So, jetzt ist er durch. Da ist Xavi durch. Was soll er da noch? Groß... Ah, meine Frusse! Verdammt! Egal. Wir haben sowieso gewonnen. Noch 10 Minuten zu spielen fast. Ja, okay, noch gut 10 Minuten zu spielen. And it's Ibrahimovic. Ibrahimovic. So, und jetzt? Ja! Habt ihr das gesehen? Wow, sorry Leute, das muss ich noch in der Wiederholung angucken. Ey. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, meine Fresse, ey. Ah, ich habe nur Pech heute. Normalerweise mein bestes gegen in genau diesem Spiel, also FC Barcelona gegen Real Madrid, war 9:0. Ja. 1:0 heute. Ja, okay, noch 5 Minuten. Knapp 5 Minuten. Ja, renn. So, 2:0, 2:0, 2:0. Mach rein. Ja! Süd für den Affen. 90. Minute. Ja, okay, mit diesem Abschlusstor wird wahrscheinlich auch die Partie enden. Ja, die wollen noch wechseln, ja, als ob. Hallo, ihr habt verloren. Was wollt ihr noch? Wechseln, ey. Da oben sieht man wieder die Nachspielzeit, 3 Minuten. Wir haben Vorteil. Ja. Okay. Reichus, Cristiano Ronaldo, sieht man schon, wie der steht. Oh, war knapp. Oh, die erste Chance für Real Madrid in der 90. Minute. Ein Applaus. Moment. So, genug geklatscht hier. Ja, da ist vorbei. Moment, Moment, ich will noch. Ach, verdammt, ich wollte noch hochhalten. Ja, mit dem Ende der Partie sage ich dann auch mein Fazit zu der Demo. Also ich finde die Demo besser als die PS 2010 Demo. Warum leckt es gerade? Keine Ahnung. Ja, ich finde die Demo eben besser als die PS Demo, weil, keine Ahnung, ich finde es auch, das Feeling kommt besser rüber und mit diesem 360 Passen bei PS, damit komme ich überhaupt nicht klar. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm dafür. Naja, und dieses Feeling finde ich auch gut, wie ich ja schon gesagt habe, bei diesem Schiri, die Entscheidungen, manchmal gespalten, ja. Hier sehen wir nochmal die Wiederholungen, der Spieler des Tages, David Villa, da unten die Spielbewertung 10, also das ist das höchste, das heißt, das ist das beste Spiel, was sie je gesehen haben. Ja, Abschluss, hier, Info.
Ja, und damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, euer Stargamer 2009. Bam!